Mitte November. Wer hätte es gedacht? Es ist kaum zu glauben, dass da oben solche traumhaften Bedingungen geherrscht haben. Aber wie so oft im Leben, der Schein trügt. Wir sind heute unten vom Ifenparkplatz gestartet. Wie ihr seht, ist da noch alles komplett grün. Wir waren schon kurz davor, zum Burgburger Hornli zu gehen und eine kleine Klettertour zu machen. Aber hatten dann gesagt, jetzt sind wir hier, dann riskieren wir es halt, laufen wir mal los. Und jetzt sind wir hier oben reich belohnt bei tollem Wetter, schönem Schnee und bis zur Mittelstation, wo wir abfahren können. Unglaublich, wir hätten es nie gedacht, dass so früh im Winter schon eine Skitour möglich ist. Und wir haben vor, auf den Ifen zu gehen hier. Schauen wir mal, ob es klappt. Jetzt laufen wir auf die Scharte zu. Da in der Bildmitte geht es dann hoch auf das Plateau vom Hohen Ifen. So, jetzt sind wir in der Scharte. Es hat ein bisschen angefangen zu schneien. Jetzt klettern wir da hoch. Die Steigeisner haben wir am Skischuh. Ja, es ist ziemlich vereist. Von der Kletterei eigentlich nicht schwierig. Aber durch das viele Eis oben drin tut man sich schwer mit dem Greifen. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden abzufahren und dann schauen wir, ob wir drüben noch auf den Helikopter kommen. Die erste Abfahrt in dieser Saison. Wir haben es Mitte November. Nur um es nicht zu vergessen. So, Plan B. Wir steigen noch ein kleines Stück auf zum Hahnenköpfle.